Diese chinesische Töpferware ist Jahrtausende alt. Könnten Sie die Insel vor dem Aufstieg von Yamatai besucht haben? Es musste getan werden. Lara ließ mir keine Wahl. Hätte ich geglaubt, sie würde mitspielen, hätte ich sie eingeweiht. Aber ihr fehlt für dieses Geschäft die Härte. Sie ist nicht skrupellos genug. Und diese Entdeckung muss mir gehören. Ich habe die Grenze überschritten. Mein guter Ruf wäre dahin. Also gut, es tut mir leid, aber sie darf die Insel nicht verlassen. Die anderen auch nicht. Und was immer mit Sam passiert, macht die ganze Geschichte noch sensationeller. Mit Matthias oder seinen Solari kann man nicht reden, also muss ich mich nach Abschluss des Rituals schnellstmöglich absetzen. Ich bin der perfekte, einzige Überlebende und kehre dann mit den Behörden zurück, mit Kameras und einer angemessen überzeugenden Trauer. Ähnliche Artefakte aus Ban Chang in Thailand. Wie kommt das hier bis nach Yamatai? Wir hatten niemals eine Chance. Sie haben auf uns gewartet. Hunderte von ihnen. Wir haben es nicht mal bis zur Heiligen Kammer geschafft. Wir hatten von Anfang an keine Chance. Und jetzt warte ich darauf, dass meine Ahnen mich zu sich nehmen. Ich kann sie hören. Die Oni töten meine Brüder, fressen sie, verschlingen ihre Seelen. So viel Tod. Ich bin der Letzte. Was ist mein Schicksal? Werde ich einer von ihnen? Ahnen, erhört mich bitte. Bringt mich von hier fort, bevor die Oni mich holen. Bitte bringt mich ins Jenseits. Lasst mich in Frieden sterben. Thank you.
Sonnenköniginnen. Das Feuerritual, bei dem die Königin ihre Nachfolgerin bestimmt. Die auserwählte Priesterin betritt das Kloster. Sie erhält deine Macht und sie wird die neue Königin. Moment mal. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Gefäße. Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen. Es ist eine Seele. All diese Königinnen, sie waren... Du! Himiko! Erste und letzte. Oh Gott. Und jetzt willst du Sam. Aber du kriegst sie nicht. Sam. Ein Gefäß für die Seele der Königin. Ich muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Ich habe keine Wahl mehr. Mein Schicksal wartet. Heute Nacht steige ich die Stufen zur Kammer der Sonne empor. Aber ich werde mich dem Ritual nicht fügen. Ich werde nicht Königin. Niemand wird glauben, was mir nun als Wahrheit bewusst ist. In der Sonnenkönigin wohnt etwas so Böses, dass es die Vorstellungskraft sprengt. Und dieses Böse will mehr als nur die Ländereien und Meere von Yamatai. Dieser Wahnsinn muss enden. Also gehe ich in die Kammer, bewaffnet mit dem gestohlenen Dolch des Generals der Sturmwache. Wenn er mein Tun durchschaut, wird es schon zu spät sein. Für Yamatai und alle Priesterinnen, die mir folgen würden, muss ich sterben. Satsuma-Porzellanvase. Wahrscheinlich frühe Edo-Periode. Thank you.
ist sehr gefährlich, Mithrael. Sie ist zornig und rachsüchtig und sie hat große Macht. Eine Sterbliche für eine Königin? Ein guter Preis für die Freiheit, wie ich finde. Vorsicht! Die Mistkerle kommen in deine Richtung. Wir haben alles getan, um sie aufzuhalten. Danke, Reyes. Geh zum Boot. Wenn ich nicht zurückkomme. Wir werden nicht ohne dich fahren. Wir warten. Thank you.
Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders. Nicht, was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuern nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. Etwas, das uns antreibt.